Elfen in Träumen. In meinen jungen Jahren träumte ich sehr lebhaft von Elfen. Ich befand mich unter ihnen in Feldern, Wäldern und Gärten und manchmal gesellte sich meine Schwester oder ein unbekannter Begleiter dazu. 1936 begann ich, wahre Erlebnisse zu sammeln. Mehrere Leute ermutigten mich, ein Buch daraus zusammenzustellen. In den 1940ern, bevor ich begann, mein Buch zu schreiben, war ich doch ein wenig besorgt, ob die Elfen auch damit einverstanden waren und wünschte mir, ihre Meinung dazu zu erfahren. In dieser Nacht ging ich nachdenklich zu Bett. Am nächsten Morgen befand ich mich in einem wunderschönen Traum. Vor mir stand ein höherer Deva oder ein Lichtwesen, so schön, wie ich nie dergleichen zuvor gesehen hatte. Die weibliche Gestalt leuchtete, ihr Haar war lang und golden, sie trug ein schimmerndes, fließendes Gewand und sie umgab eine Aura, die strahlte in allen Regenbogenfarben. Ich taufte sie Iris und fühlte, dass sie als die Hüterin des angrenzenden Elfenreiches wirkte. Sie stand vor einem duftigen Vorhang, den sie zur Seite zog und mich hindurchwinkte, sodass ich wusste, ich war willkommen. Sie zeigte mir gerade einige interessante Dinge, als ich ein plötzliches Geräusch vernahm. Ich erwachte, doch nicht bevor sie mir eingeprägt hatte, dass ich jedes Mal, wenn ich den Regenbogenstrahl ihrer Aura bemerkte, die Person, der ich am nächsten stand, entweder auf der Straße, im Geschäft oder in einem anderen Gebäude fragen sollte, ob sie selbst oder ein Bekannter irgendwelche Elfenerlebnisse gehabt hätten. Ich weiß, es klingt unglaublich und ich musste das Risiko eingehen, für verrückt gehalten zu werden. Aber ich wollte möglichst viele Beweise sammeln. Deshalb nahm ich meinen Mut zusammen und folgte ihrem Rat, denn ich wusste, die liebliche Deva-Gestalt würde mich führen. Glücklicherweise erhielt ich bei jeder Befragung eine ernsthafte Antwort und führte immer lange und interessante Unterhaltungen über Elfen mit der jeweiligen Person. Einmal begegnete ich einem Mann aus einer Druckerei, dann einer Konzertpianistin. Ein anderes Mal unterhielt ich mich mit einer hellsehenden Frau oder traf jemanden bei einer Einladung oder lief einem Touristen am Eingang der Coventry Cathedral über den Weg. Als der schottische Autor und Volkskundler Alasdair Alpin MacGregor 1955 begann, mir beim Sammeln von Erlebnissen zu helfen, sah ich den Regenbogenstrahl nicht mehr. Ich fühlte trotzdem, dass der Deva mich auch in der Folgezeit zu interessanten Erfahrungen führte, zum Beispiel auf dem Friedhof, um mir einen großen Einblick in die Lebensweise des Elfenvolkes zu gewähren. Das nächste Erlebnis möchte ich Elfengeschenk nennen. Am Sonntagmorgen, dem 21. Oktober 1956, träumte ich lebhaft von einem Garten, in dem ich mich befand. Es war recht dunkel und mit einem Mal sah ich auf einer Pflanze ein Licht glühen. Ich schaute genauer hin und es entwickelte sich zu einer winzigen, etwa 3 Zentimeter großen silbernen Elfe mit Silberflügel. Sobald sie sicher war, dass ich sie gesehen hatte, rief sie mit glockenreiner Stimme: »Hilfe! Oh, bitte, hilf!« Ich wollte gerade auf die Pflanze zugehen, als mich meine Mutter weckte.
In der kurzen Zeit war es mir nicht möglich gewesen, die Pflanze in meinem Traum zu erkennen, weshalb ich die Elfe in Gedanken bat, mich zu ihr zu führen. Es war eine stürmische Nacht gewesen und die Regenwolken hingen immer noch tiefschwarz über dem Garten. Deva Iris führte mich direkt zu einem Löwenmäulchen. Trotz der Dunkelheit konnte ich sehen, dass sich der Pfahl, mit dem meine Schwester die Pflanze einige Tage zuvor abgestürzt hatte, herausgerissen war und alles auf dem Boden lag. Nachdem ich die Stütze neu eingegraben, die Pflanze aufgerichtet und wieder festgebunden hatte, blickte diese sehr viel glücklicher drein und ich wusste, die Elfe war zufrieden. Am folgenden Morgen ging ich ins Anwaltsbüro, wo ich als Sekretärin arbeitete. Als meine Kollegin eintraf, überreichte sie mir ohne besonderen Anlass einen riesigen Strauß regenbogenfarbener Blumen, die den Löwenmäulchen aus meinem Garten sehr ähnelten. Überraschend war, dass meine Kollegin diesen Strauß Elfenbouquet nannte. Im Lauf der nächsten 8 Tage ereigneten sich überraschende Dinge. Eine davon war, dass meine Schwester auf dem Löwenmäulchen eine Bewegung bemerkte. Eine winzige Elfe flog heraus und ließ sich einen Moment lang auf ihrem Arm nieder. Sie war nicht größer als 3 Zentimeter, silbern und mit winzigen Silberschwingen, genau wie meine Elfe in meinem Traum. Vielleicht erschien die kleine Elfe, um ihre Dankbarkeit zu zeigen, dass sie, meine Schwester, die Pflanze als erste abgestützt hatte. War es reiner Zufall, dass mir jene zarten Blumen am nächsten Tag geschenkt wurden? Oder war es ein Dankeschön der Löwenmäulchen-Elfe, dass sie mich durch meine Kollegin ein Elfenbouquet zukommen ließ? Wer weiß.